Hallo ihr Lieben, zur heutigen Ausgabe von Clipsmoke. Was habe ich euch heute mitgebracht? Und zwar den Chaos Crazy Goblin. Ja, diesmal in der 200 Gramm Dose, wie es jetzt neu ist bei Chaos. Nicht mehr die Beutelchen mit 100 Gramm, sondern 200 Gramm. Das Ganze für 14,90 Euro, steht aber auch gleich nochmal in der Beschreibung unten drin. Wie immer jetzt von uns erstmal ein Foto eingeblendet mit der Verpackung und dem Zipbeutel. Zur Feuchtigkeit, ich denke, man erkennt es auf dem Foto sehr gut. Es ist sehr, 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 sehr viel Molasse drin. Wenn ihr den Kopf baut, suppt er sofort unten durch. Also achtet darauf, wenn er noch damit durch die Wohnung läuft, dass er nicht überall Molassetropfen hat. Zur Rauchentwicklung. Also ich finde es ganz ordentlich auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall gut getroffen. Schönes Mittelmaß zwischen sehr dicht und überhaupt nichts zustande bringendes. Geschmacklich soll es ja eine Kiwi-Limette-Mentholnote sein. Menthol auf jeden Fall ordentlich drin. Vergleiche ich mal gerne mit dem Chaos Iceplosion. Ist die gleiche Mentholnote. Limette ist sehr wenig zu schmecken, wie ich finde. Die Kiwi kommt dadurch umso mehr durch. Wenn man ausatmet und man meinen Zug nicht nimmt, ist der ganze Mundraum mit Kiwi ausgefüllt, wie ich finde. Geschmacklich dadurch sehr intensiv. Finde ich persönlich super lecker. Ich mag auch die extreme Mentholnote dort drin. Also für alle, die auf so einer eislastigen Tabaksorten stehen, auf jeden Fall eine klare Kaufempfehlung. Probiert ihn euch aus und bis dahin wünsche ich euch einen guten Rauch. Ciao, ciao.